Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, Folge Nummer 152, ja, noch 30 Folgen ungefähr. Und wir sind bei einem halben Jahr angekommen. Seit über einem Vierteljahr spiele ich jetzt schon Skyrim. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Wir sind vor Burg Vulkiha, der Burg von dem komischen Vampir-Lord Harkon, dem Vater von Serana, die wir ja, gefunden in einer Vampirgruft. Die wir in einer Vampirgruft gefunden haben. Und wir wissen immer noch nicht, warum sie ja eigentlich eingesperrt war. Sie hat uns nichts gesagt. Was ist das hier eigentlich für ein Turm? Sie hat uns überhaupt gar keine Infos gegeben. Wir wissen auch nicht, wieso sie den Schriftroll der Ältesten auf dem Rücken hatte. Aber sie hat scheinbar ihrem Vater gehört. Und das Erste, was ihren Vater interessiert hat, war natürlich, ob die Schriftroll intakt ist, nicht ob es der Tochter gut geht. Ja, das, gut. Kann man ihm vorwerfen, wenn man will. Muss man aber nicht. Wir reisen jetzt mit der Eiswassermole zurück ins Festland. Wir sind nämlich auf einer kleinen Insel gewesen. Und von da aus machen wir uns dann auf den Weg, auf den langen Marsch zurück nach Einsamkeit. Dann kurz nach Weißlauf, da müssen wir mit Vilkas reden. Und dann geht's auch schon weiter in Richtung Krypton. Von wo aus ist dann weiter in Richtung... Oh, es fängt schon wieder an zu ruckeln. Das ist super. Ja, es fängt wieder an zu ruckeln. Kommen wir am Festland und fängt wieder an zu ruckeln. Super. Von wo aus ist dann weiter in Richtung Festung Dämmerwacht geht... Denn der Isran, auch wie sieht aus, ja, sag, es ist. Sage mal, was geht denn hier ab? Wundert mich ja nicht. Wundert mich, dass wir noch nicht ausgekühlt waren, um ehrlich zu sein. Aber wir waren ja gerade eben auch in der Burg, aus der wir so unfreundlich rausgeportet wurden. Ach, guck mal, wer hier liegt. Erik, du alter Schlechter. Eigentlich müsste ich ihn beerdigen, ne? Ich würde ihn ganz gerne beerdigen. Irgendwie. Ich kann ihn nicht einfach so kündigen lassen. Eigentlich müsste ich auch zurück in die Vampirfestung gehen und sagen, ey, Lydia, wo bist du denn? Dich müsste ich auch noch beerdigen. Komm, wir lassen ihn einfach schwimmen. Guck mal, da hinten zwei Klinge. Wir lassen ihn einfach schwimmen. Ich würde ihn gerne auf ein Boot legen und dann anzünden, aber ich habe kein Boot. Guck mal, da ist ein Troll, der verfolgt zwei Klinge. Interessant. Hier ist noch irgendwo ein Nirgendwurz. So. So, Erik schwimmt. Und dann... Ja, der ist weg. Sein Vater muss ich auch noch Bescheid sagen. Irgendwann mal. Das wird ein tolles Gespräch. Das wird ein tolles Gespräch, ja. Also, wir haben Serana gefunden in der Vampirgruft, wie sich herausgestellt hat. Die ist da seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden drin. Wir wissen immer noch nicht ganz genau, wie lange. Sie selber weiß das auch nicht. Wir wissen aber, dass sie sich in Himmelsrand nicht auskennt. Denn sie hat gesagt, das ist also das unglaubliche Wetter von Himmelsrand. Ja, okay. Ich lasse die mal rumtollen. Oder sie hat es einfach vergessen. Das kann natürlich auch sein. Obwohl sie eigentlich aus Himmelsrand stammen müsste... Weil ja ihr Vater die Burg da hinten hat. Ja, auf jeden Fall haben wir sie gefunden. Wir wissen nicht, wieso sie da drin war. Wir wissen nicht, wie lange sie da drin war. Wir wissen eigentlich so weit gar nichts über sie, außer dass sie die Tochter eines Fürsten eines Vampirclans ist, der sich in einen ganz schönen Vampir verwandeln kann und uns das gleiche Geschenk angeboten hat mit seinem... Och, ist das Meergeräusch weg. Ganz komisch. Der uns auch das gleiche angeboten hat. Ach, ein Eisgeist, supi. Ja, das ging schnell. Rucke, 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 rucke. Warum ruckelt das? Wo sind denn die Eisgeist-Dinger? Die müssen doch irgendwo die Überreste von dem sein. Hallo? Zähne? Nein? Habe ich ihn verbrannt und deswegen... Ach, da. Frostresistenz für 60 Sekunden. Ja, kann ich mitnehmen, verkaufen. Oder auch nutzen, aber 30% für 60 Sekunden. Wisst ihr, was fehlt? Und ich habe nie verstanden, warum das fehlt. Eine Anzeige, wie lange Tränke noch wirken. Klar, ist auf dem PC Mods für. Braucht man Sky UI für. Aber auf Konsole bist du ja echt aufgeschmissen. Ich weiß echt, also das gibt's ja bei. Bei Elder Scrolls Online gab es das auch mal eine lange Zeit. Ich glaube, unterdessen haben sie es reingepitcht, ne? Das habe ich nie verstanden. Wie kann man denn ein Rollenspiel machen ohne eine Anzeige, wie lange man noch gedebufft oder gebufft ist? Habe ich nie verstanden. Naja, so viel zu Spielmechanik. Sind wir mal wieder im Charakter. Also, wir sind auf dem Weg zurück nach Festung
der überwacht, um dem Isran davon zu berichten, dass wir die Serana gefunden haben. Beziehungsweise, um ihm zu berichten, dass es den ganzen Vampir-Clan gibt auf dieser komischen Insel mit der Burg, die sich sehr festlich verhalten haben, ja. Er ist ja Fürst Harkon und seine untergebenen Speisen gepflegt. Haben wir ja gesehen, sie haben gepflegt, gespeist am... ja, an den Körpern von irgendwelchen, Toten. Wie Tiere. Und wir hatten die Chance, uns denen anzuschließen, aber... Ihr habt ihn! Den gesegneten Baba Yak! Ihr müsst ihn auf mich anwenden! Das müsst ihr einfach! Ich hab ihn gar nicht. Ich hab keinen gesegneten Baba Yak. Ich hab ihn nicht dabei. Das ist schon wieder die gleiche olle Verrückte. Ihr habt den gesegneten Sheogora zurückgebracht. Habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr den Baba Yak auf mich anwendet. Immer diese Verrückten, ne? Das hat man davon, wenn man dem Gott des Wahnsinns hilft, ja? Wenn man dem Daedra des Wahnsinns hilft, das hat man davon. Dann kommen wieder irgendwelche Verrückten und sagen, hilft mir, ich muss in einen Huhn verwandelt werden. Oder so. Naja, wir begeben uns mal zurück. Wie gesagt, in Richtung Einsamkeit und dann in Richtung, Moment. Wir hatten... Gott, wo war das denn? Korvan Yund? Huch, da habe ich das nicht gesäubert. Korvan Yund. Das sagt mir was. Das hatte ich gesäubert, zusammen mit den Sturmmitteln. Wo ist es denn? Da war doch irgendwo... Warte. Es gibt irgendwo... Wohlunrund ist nicht auf der Karte. Oh, warum ist das nicht auf der Karte? Bin ich? Das hätten wir doch letztens auch schon mal. Und dann habe ich wieder, dann habe ich irgendwas gemacht und dann war es wieder auf der Karte drauf. Egal, hier müsste irgendwo ein Nordding sein. Namens Wolunrund. Und da müsste noch ein Wort zu finden sein. Da könnten wir theoretisch auch noch reingehen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Und was mir gerade einfällt, wir haben ja die Daedra-Herzen eingesammelt, ne? Wir haben ja diese Daedra-Herzen eingesammelt. Habe ich die noch dabei? Daedra Herzen 2, habe ich noch Trollfett dabei? Trollfett müsste ich eigentlich auch dabei haben, genau. Das heißt, wir müssten eigentlich nach Markarz gehen, zum Schmied. Und ihm, wobei ich mich wundere, dass es in Markarz 2 Schmiede gibt, und ihm... Was ist da für ein Feind? Blutiger Vampir. Er greift mich nicht an. Steht da einfach nur drumherum und versteckt sich hinterm Baum. Naja. Warte, hat die gerade aufgegeben? Ja, okay. Ich bin kein Monster. Ich habe gesagt, ich töte die Vampire, die mich anpissen. Also, die mir richtig auf die Nerven gehen. Aber die stand ja einfach nur hinterm Baum, hat mich nicht angegriffen. Ich greife sie an, sie gibt sich. Ja. Wenn die da alleine hinterm Baum stehen will, dann soll die hinterm Baum stehen. Ja. Eigentlich müsste ich sowieso in jede Nordruine rein, um jedes Wort zu sammeln, ne? Weil in jeder Nordruine oder in so ziemlich jeder gibt es ja irgendwo ein Wort der Macht. Und dann gibt es ja noch die ganzen Sachen mit den... Es ist jetzt out of character, aber es gibt ja im Spiel diese ganzen Drachenklauen, die man sammeln kann für eine versteckte Quest. Und dann gibt es die Masken, die man sammeln kann für eine versteckte Quest, wenn man alle gesammelt hat. Was sind das für Leute? Was
Was Ada Not war, wer sind die denn? Hab hier in letzter Zeit ein paar üble Gestalten durchgesehen. Ja, okay. Geht dachte, weiter, ich hätte solche Fremdling. Leute hinter mir gelassen, als ich Markart den Rücken kehrte. Ja, nach Markart müssen wir selber noch. Wo war ich stehen geblieben? Hab's vergessen. Bevor wir vom Vampir unterbrochen wurden, hab ich vergessen, wo ich vorher war. Egal. Wir reisen jetzt nach Markart, geben das der 3 Herz beim Schmied ab. Dann reisen wir nach Rifthorn, gehen kurz zu den Orks, um denen das der 3 Herz und das in das Teufel zu geben. Bevor ich das vergesse, oder bevor ich das irgendwas anderes mit dem der 3 Herz mache. Ich habe zwar gesagt, ich mache Dawnguard so gut es geht wie am Stück, aber das hat jetzt für mich Vorrang. Einfach damit ich es nicht vergesse. Ja, da bitte ich um Entschuldigung. Wohin soll's gehen? Einmal Markart und dann klettert direkt wieder hinein. Dann ja, sind wir weg. War meinst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt erstammt. Ja, man kennt's. Nichts ändert sich in der Stadt aus Stein. Amanda Alea, ein Söldnerleitfaden zu Markart. Das haben wir mal gelesen, nicht wahr? Glaube ich. Ziemlich sicher, dass wir das mal gelesen haben. Fällt mir ein, ich muss in nächster Zeit wieder mal mehr Bücher lesen. Ich habe das die letzten. Und wenn ich sage die letzten, dann meine ich so die letzten 100 Folgen. Sehr vernachlässigt, weil ich immer gesagt habe, ich habe keine Zeit. Aber die Bücher sind meistens immer interessant. Sofern es sich nicht um die 36 Verse von Vivek handelt, zum Beispiel. Übrigens eine lustige Geschichte dazu, mein wer das kennt. Im Gamebuch 36 Verse von Vivek, der Autor davon, der Michael Kirkbride, war das Kirkbride? Ich weiß gar nicht, wer richtig so heißt. Früherer Entwickler bei Bethesda und früherer Autor von Bethesda. War bei Morrowind noch dabei, hat nach Morrowind Bethesda verlassen, glaube ich. Ich glaube, bei Oblivion war er dann nicht mehr dabei. Oder sogar schon während der Entwicklung von Morrowind ist er gegangen. Hat einen haufenweise Bücher geschrieben, schreibt immer noch Lore zu Elder Scrolls, die teilweise aufgefangen wird von Bethesda und teilweise nicht. Also schreibt immer noch Hintergrundgeschichten. Und teilweise ist offiziell und teilweise nicht, das kommt immer drauf an. Der hat die 36 Verse von Vivek geschrieben, das ist ein total abgedrehtes Buch über den, ja, Halbgott, also den falschen Gott. Wie weg? Wo ist denn der Schmied hier? Es gab hier irgendwo einen Schmied, der in der 3 Herz wollte. Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich hab das alles nie so richtig. Das behandelt die Hintergrundgeschichte von Vivek, widerspricht sich aber teilweise sehr stark und ist allgemein auch sehr, sehr abgedreht. Aber es hat wohl seinen Grund, warum das so abgedreht ist. Und zwar hat der Todd Howard, den kennt man ja, ihn wohl dabei erwischt, wie er es geschrieben hat. Und zwar war er da auf Pilzen. Er hat sich in einen Raum eingesperrt. Gibt sogar ein Foto von ihm, halbnackt. Wie er da auf Pilzen, also total high, in so einem doofen Raum sitzt. Oder liegt und das dumme Buch schreibt. Oder das Kaiserreich, 36 Verse schreibt. Ich bin der persönliche Schmied des Jahr. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht ein paar Stücke zu einem fairen Preis verkaufen kann. Also die 36 Verse von Vivek wurden unter Drogeneinfluss geschrieben. Das erklärt vieles. Das erklärt vieles. Auch die gesamte Geschichte von... Ich kann mir vorstellen, dass es auf vieles in Morrowind zutrifft. Das erklärt so einiges. Weil Morrowind war schon immer ein bisschen abgedreht. So. Ich habe euer... Also Elder Scrolls 3 Morrowind, nicht das komische, dumme Addon von ESO. Ha, ich hab dumm gesagt, weil ich das nicht mag. So, ich habe euer D3. Was mit dem Preis zusammenhängt, nicht der Inhalt. Gut. Ich schrecke das Metall ja lieber mit Wasser. Aber wenn der Jarl es so wünscht, hier, eine meiner besten Rüstungen, macht ihr alle Ehre. Das war jetzt aber genug out of character, eben als Schild. Ja toll, guck mal drauf. Werft einen Blick darauf. Oder einschmelzen können wir es. Hat er hier eine Schmelze? Nee, ne? Hat keine Schmelze. Können wir hier Spuck machen? Ganz schnell mal. Wie sieht es eigentlich mit Bögen aus? Ja, ich bin ja jetzt 25 wieder. Ja, muss wieder leveln. Aber hier, guck mal. Die brauche ich, die makellosen Amethysten brauche ich.
verbessert auf 26. Immerhin. Ja, ja. Bald schon werden die nicht mehr hier sein. Mein Bruder sagte mir, dass ihr uns einen Dienst erwiesen habt. Ich danke euch. Bald schon werden sie. Habe ich noch irgendwas im Verkaufen? Ganz kurz gucken. Sonstiges. Nein. Ich habe haufenweise zum Einschmelzen. Dann müssen wir das noch ganz kurz machen. Und dann geht's weiter nach Rifthorn. Und dann zum Orklager. Beziehungsweise wir machen hier noch ganz kurz Rast, bevor es nach Rifthorn geht. Was macht die denn hier? Wer hat die denn aufgestellt? Das ist aber dreist, sag ich's mal so. Wir haben ja einen Tempel von Talos, der geschlossen wurde, und dann stellen sie hier eine Talos-Statue auf. Das ist irgendwie komisch. Vulkanglasbogen. Was ist denn das für ein Vulkanglasbogen, den ich dabei habe, sag mal? Ich habe die ganze Zeit irgendeinen Vulkanglasbogen. Episch. Ach, der Seelenfresserbogen, den müsste ich mal umbenennen. Aber kann ich nicht umbenennen, weil er schon verzaubert ist. Ich müsste ihn auf legendär schmieden, dann könnte ich ihn wieder verzaubern. Umbenennen. So. Oder kann ich ihn einfach so umbenennen? Nee, ne? Nee, nur beim... Nee, beim Herstellen kann ich Sachen umbenennen, ne? Ja, ja. Na gut, dann holen wir uns mal ein Bett für die Nacht, obwohl... Wie spät ist denn das? Ja, Gott. Ich bin erschöpft, ne, und hab Hunger. Leicht hungrig, leicht erschöpft. Holen wir uns ein Bett für die Nacht. In der Taverne zum silbernen Blut. Oder Silberblut-Taverne. Oder irgendwie sowas. Kommt rein. Im Achso, ich muss ja essen. Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ja. Warum können die Männer in dieser Stadt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Was? Was ist los? Braucht ihr etwas? Ich habe gehört, die Männer in der Stadt lassen euch nicht in Ruhe. Was kann ich für euch tun? Ihr braucht etwas? Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. So toll ist die jetzt nicht. Da gibt's schönere. Hi! Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Na, den kennen wir ja. Ich will verdammt sein. Es ist tatsächlich jemand aus der Sidna-Mine entkommen. Oh, ihr seid es. Das mit der Inhaftierung tut mir... Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Da waren wir doch letztens. Nixenfelsenschanze, waren wir doch letztens, haben wir doch gesäubert. Was? Naja, egal. Hier, Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das... Ich zeige euch euer Zimmer. Oder hatten wir ein Haus? Nee, ne? Ein Haus hatte ich nicht. Denkt daran. Hexenfelsenschanze. Also ich habe das Kopfgeld jetzt nur angenommen, falls ich da vorbeikomme. Dann können wir da kurz reingehen. Ein bisschen Gold ist immer gut. Guck mal, erster Sonnenuntergang. Das heißt, das ist der 1. Dezember, glaube ich. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ich bräuchte meine Ruhe beim Schlafen. Apropos irgendwas brauchen. Ich könnte mal... Ja. Beachtet das Geschrei gar nicht. Meine Eltern zanken dauernd miteinander. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, Ja, sehr schön. Hunger stillen, ja. Alter, was für ein Schwachkopf. Er kostet mich an. Wir warten das Ziegenbein. Weiß nicht, irgendwas gefällt mir ehrlich gesagt nicht daran. Also Gewicht 0,5 und stellt 380 Hungerpunkte wieder her, Wert 9. Finde ich irgendwie doof, weil eine Kohlsuppe zum Beispiel auch Gewicht 0,5. Ich finde, das sollte irgendwie nach Gewicht gehen. Zum Beispiel hier, Lachsbraten, Gewicht 0,1, stellt 220 Hungerpunkte wieder her. Aber hier auch gegrillter Lauch, Gewicht 0,1, stellt 18 Hungerpunkte wieder her. Irgendwie ist das, weiß ich nicht.
nicht hart genug. Es ist nicht hart genug. Ja? Also ich finde, irgendwie Sachen, die einen wirklich, also wirklich den Hunger stillen, sollten irgendwie mehr wiegen und teurer sein als Sachen, die nur so ein bisschen den Hunger stillen. Und irgendwie sollte es nicht 18, 220, 380 sein, sondern, oder 360? Oder 218 irgendwie. Die sowas. Wachen dürfen euer Zimmer durchsuchen. Vergesst das nicht. Das ist ja nett. Also ich finde, das sollte irgendwie mehr kosten, weißt du? So ein Lachsbraten zum Beispiel hat einen Wert 4. Gewicht 0,1. Stellt 220 Hungerpunkte wieder her. Gewicht 0,5. Wert 5. Stellt 380 Hungerpunkte wieder her. Gewicht 1. Wert 4. Stellt 220 wieder her. Gewicht 2. Wert 4 stellt 18 wieder her. Gut, das ist nicht gebraten. Wenn ich es braten würde, würde ich wahrscheinlich mehr ausbekommen. Sag mal ein Ah. Was ist das denn für eine Volksversammlung vor der Tür? Wollen die mich nicht rauslassen oder was? Also ich finde, das sollte irgendwie, ich weiß nicht. Ja? Etwas, das den Hunger wirklich stark stillt, sollte mehr wiegen und mehr kosten. Weil so ist der Hunger eigentlich nur so eine Statistik, die du möglichst niedrig halten solltest. Also das machst du eben, indem du irgendwas isst. Und wie kommst du an was essen? Ja, du gehst zum nächsten Händler und kaufst irgendeinen Scheiß für weniger als, also für einen Spottpreis. Ja, das ist natürlich realistisch, weil 8 Goldstücke oder 8 Septime ist jetzt nicht wenig für den normalen Bürger, aber für uns ist das halt ein Witz. Ja, ich laufe hier mit 25.000 rum. Für mich ist das halt ein Witz. Der Preis. So, Hexendings da bumst. Hexenschanze war doch hier unten, oder? Nee, Schanze ist vergessen. Ach, da. Hexenfelsenschanze. Nee, da waren wir tatsächlich nicht drin. Wir waren oben drauf, aber wir waren nicht drin. Da gehe ich jetzt aber auch nicht rein. Nee. Da gehe ich jetzt nicht rein. So. Die Stadt Markarth ist auf jeden Fall schön. Wohin soll's gehen? Einmal nach Rifthorn und von Rifthorn aus... Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Gehen wir dann in dieses komische Lager. Vor den Orks. Soll ich euch mit... Kann ich mich auch eigentlich einfach hinten draufsetzen? Nee, ne? Weil er hat mich gerade angesprochen, aber ich weiß nicht. So. Was ist denn das mit dem Pferd? Das ist Gwendolin, oder? Ich glaube, das ist Gwendolin. So. Hier ist die Luft warm. Logra-Spur, das heißt. Okay. Ein kleiner Ausritt nach Logra-Spur. Ihr der Ältesten das Zollfett und das Zeldra-Herz bringen, wo ich das vergesse. Und dann geht's auch weiter nach Richtung Festung. In Richtung Festung. Dämmerwacht. Wo wir dann Isran von den Geschehnissen in dieser komischen Vampirgrotte berichten. Schon wieder ein Drache? Schon wieder ein Drache da hinten. Und ein Riese? Ich war doch letztens erst einer. Ist wohl weggelaufen. Wenn immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ein Toter auf. Was ist passiert? Ja, ein Toter auf hat es nicht überlebt. Die wurden doch beim letzten Mal auch von dem Riesen angegriffen. Hatten die nicht irgendwie einen Fluch mit Riesen, die ja immer wieder angreifen? Oder, nee, die hatten Probleme mit Jetzt Riesen. Jetzt geht es dem armen Bastard besser. Genau, ich erinnere mich. Da war übrigens gerade ein Drache, der ist da hinten. Da. Schon wieder. Das letzte Mal, als wir angekommen sind, wurden wir auch von einem Riesen. Oder wir wurden auch von einem Riesen begrüßt. Sollen wir den erledigen? Hey, Mistvieh!
Das war ein genialer Schuss. So, helfen die Orks? Nein. Ich habe irgendwo einen Bären gehört. Greift der gerade die Mühle da vorne an? Was zur Hölle greift er an? Warte mal. Hast du gerade den Drachen getötet? Der Troll hat den Drachen getötet. Und wie er sich gefreut hat. Oh. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Und wie er sich gefreut hat. Ja, der Troll hat den Drachen getötet. Unglaublich. Und wie er sich dann gefreut hat. So richtig im Freudentanz. Das ist unglaublich. Hey, kann ich hier was braten? Du kannst dies während deines Kampfes nicht tun. Weil ich ja auch in einem Kampf bin, ne? Mit was soll ich denn in einem Kampf sein? Irgendein Eichhörnchen. Was wiegt denn hier? Ein bisschen mehr, das ich nicht brauche. Hätte ich eigentlich abgeben können, ne? Wir wollten nach Weißlauf, fällt mir gerade ein. Ich wollte noch nach Weißlauf mit Wilkas reden. Ach, verdammt. Da hätte ich auch gleich abgeben können. Na, verdammt. Na, verdammt, verdammt, verdammt. Na gut, irgendwas, das ich nicht brauche. Das muss ich dabei haben, sonst kann ich die Sachen nicht schmieden. Ja, die Schlüssel bringen ja sowieso nichts. Irgendein Buch oder sowas. Ach ja, hier, das Kopfgeld übrigens. Hexenfelsenschanze. Fürs Kopfgeld, was? Ach so. Testament. Bla bla bla. Severio Pelagia. Wer übernimmt eigentlich seinen Hof? Kannst dies während deines Kampfes nicht benutzen. Warte mal eine Stunde. Also warten kann ich. Kann normalerweise während einem Kampf auch nicht tun, aber. So, ich müsste Wildbrick. Genau. Und jetzt sollte ich auch wieder laufen können. Weil das. Nee. Meine Idee war. Ich glaube, ich muss die Drachenschuppen loswerden, ha? Wenn das so weitergeht. Oder habe ich irgendeine Waffe? Eben erst Schwert des Donnerkeils, theoretisch. Die Eisenpfeile, theoretisch. Die Armbrust, theoretisch, weil die ist echt scheiße. Also, scheiße ist sie nicht, aber sie ist halt nicht gut. Ja. Zwei Köcher Eisenpfeile brauche ich nicht. So, gekochtes Rindfleisch. Und dann geht's zurück zu den Orks. Dass die mir jetzt nicht mit dem Drachen geholfen haben, ist schon ein bisschen enttäuschend. Aber dass der Troll den Drachen getötet hat, ist auch ein bisschen seltsam. So, Älteste Atu. Ich werde hier bleiben und warten, bis ihr mir bringt, was ich brauche. Ja, ich habe das Dätherherz und das Trollfit. Hier, bitte. Hervorragend. Jetzt müsst ihr mit mir kommen. Warum? Ihr seid Teil dieser Sache geworden. Ihr müsst beim Ritual anwesend sein. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht mehr, was für ein Ritual das sein soll oder wozu ich das ja eigentlich gemacht habe. Ich weiß nur, dass sie unter irgendeinem Fluch leiden und ihr Lager nicht verlassen können. Deswegen werden sie immer wieder von Riesen angegriffen, weil sie sich nicht wehren können. Was genau das für ein Fluch sein soll oder wo auch immer der herkommt, keine Ahnung.
Und jetzt erzählt sie mir irgendwas von dem Ritual. Ja, geil. Das finde ich gut. Ich liebe es ja, wenn man mir keine Informationen gibt. Ich wollte doch nur kurz was abgeben. Die Zeit ist gekommen, Yamars. Ihr bringt einen Fremdling hierher und besteht nun darauf, dass ich Malakat um Hilfe bitte, obwohl er mich verlassen hat? Ihr strapaziert meine Geduld, Atub. Meine auch. Wenn wir nichts tun, wird unser Stamm auch nicht von diesem Fluch befreit. Wir müssen es versuchen. Na schön. Bringen wir es hinter uns. Jetzt wieder raus. Na gut. Wahre Berencia, Dieb der Tugend. Ich hab jetzt gedacht, gibt's irgendwelche Ork? Lektüre. Oh. Nope. Na gut. Ich wollte mich ein bisschen umschauen. So, was müssen jetzt wir tun? Wir das Ritual. Großer Malakat, wir fliehen. Unser Stamm hat lange genug ohne eure Einmischung überlebt. Wir kommen. Warum klar. Tun wir uns das an? Armseliger Schwächling! Hä? Ich? Was oder ist das? Der. Malakat hat mein Flehen erhört. Er spricht zu uns. Ihr wagt es, mich zu beschwören, Yamars? Ist das Shirurat? Was ist das? Ihr verdient es nicht, euch Ork nennen zu dürfen. Ihr seid schwach, ihr seid klein und ihr seid eine Peinlichkeit. Ihr lasst es zu, dass Riesen meinen Schrein überrennen. Bringt mir die Keule ihres Anführers als Opfer dar. Dann nehme ich diesen Fluch vielleicht von euch. So wird es sein. Malakat hat gesprochen, Yamars. Euer Weg ist deutlich sichtbar. Nun gut. Ihr, Fremdling, hierher. Ich muss mit euch reden. Das ist alles eure Schuld, wisst ihr? Was? Jetzt muss ich gegen einen Riesen kämpfen. Schönen Dank. Deshalb werdet ihr mir helfen. Ich kämpfe. Ihr kommt mit mir. Und ihr werdet dafür sorgen, dass ich diesen Riesen ohne Probleme erreiche. Was ist das denn für ein Keine Häuptling? Keine Sorge. Es wird sich für euch lohnen. Was seid ihr denn für ein Häuptling? Diesen Riesen zu bekämpfen ist nicht mein Job. Ich bin nicht der Häuptling dieser Orks. Und ich bekämpfe wöchentlich einen Riesen. Was ist das große Problem? Dank euch wurde ich gerade von meinem gesamten Stamm herausgefordert. Noch dazu von einem dädrischen Prinzen. Das kann ich nicht ignorieren. Ja, von aber Kämpfen wurde war nie die Rede. Ich sagte nur, ihr werdet mir helfen, zu ihm zu gelangen. Wir treffen uns draußen vor der Fahlsteinhöhle. Räumt mir den Weg zu dem Riesen frei und ich sorge dafür, dass ihr bezahlt werdet. Was ist das denn für ein Häuptling? Was ist das denn für ein Feigling? Von Kämpfen war nie die Rede. Und was bedeutet den Weg freiräumen, bitte, wenn nicht kämpfen? Ja, denkt mal darüber nach. Was bedeutet... Vorsichtig! Was? Wo ist mein Pferd? Pferd ist wieder weg. Was bedeutet den Weg freiräumen, wenn nicht kämpfen? Ich hab euch schon verstanden. Er ist ein großer Feigling. Seit wann bittet ein Ork denn um Hilfe? Ja. Das ist eine Brücke. Da kann man drüber gehen. Ja, man kann auch mal rückwärts drüber gehen. Ja, das ist richtig. Ah. Ja, das funktioniert bei ihm irgendwie nicht so gut. Hey. Ich hab so langsam, ihr habt Angst davor, zu der komischen Höhle zu gehen. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Ich wollte ihm einfach... Was für ein großes, blödes Baby. Ja, hier, da, Mike. Wo ist er hin? Ach da. Zu viel Magie kann gefährlich sein. Maik hatte einst zwei Zauberer.
und verbrannte seinen Süßkuchen. Woher weiß jemand, ob es die Stadt Winterfeste überhaupt gab? Maig hat sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Ihr etwa? Maig ist jetzt müde. Neuer langweilig. Ja, da vorne ist er. Das war eine langweilige Anspielung. Einmal, dass man zwei Zauberfelder benutzen kann und man aber nichts verbrennen kann. Was wahrscheinlich geplant war in der Entwicklung, aber dann haben sie es sein gelassen. Oder dass man jetzt Brandspuren hinterlässt, was früher nicht der Fall war. Das kann natürlich sein. Ja, wenn ich... Dann hinterlässt man Ruß auf dem Boden. Das kann sein, dass das eine Anspielung darauf ist. Also der Maik macht ja immer Anspielungen auf die Entwicklung. Und auf irgendwelche Features vom Spiel. Und Winterfeste ist klar, man hat die Stadt nie gesehen. Die ist kaputt. Wahrscheinlich gab es die auch während der Entwicklung nie. Also wurde von Anfang an gesagt, ja, die ist kaputt. So, was für eine Höhle. Und warum muss ich denn das machen? Was ist denn das für ein komischer Häuptling? Ja, wenn der keine Dankbarkeit am Ende zeigt, dann bringe ich ihn um und werde selber Häuptling. Natürlich, ein Ork kann keine Herausforderung widerstehen. Egal wie dumm sie ist. Jetzt muss er dem Reh hinterherlaufen, wetten? Was macht der denn? Jetzt. Der macht mich fertig. Wehe, ihr lauft durch Rifthorn hindurch. Wo muss ich eigentlich hin? Hallsteinhöhle. Wir treffen uns dann da. Was für ein Ork, ey. Wählt auch noch den sichersten Pfad. Könnte ich ja theoretisch auf der anderen Seite warten, nicht wahr? Je nachdem, wie lange der braucht, um da durchzukommen. Da ist er. Das ist ein Bär, was macht er wohl? Oh nein. Ich ihn jetzt nicht töte. Kaiserliche Soldaten. Die Angst vor den Bären haben. Ah, ist klar. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ein Ork kann keine Herausforderung bestehen. Es ist die größte Pfeife aller Zeiten hier. Erst will er nichts machen, also erst will er unsere Hilfe nicht. Und dann, wenn er herausgefordert wird von seinem komischen Gott, von seinem Herrscher, Gebieter, was auch immer, was Malakath für die Orks ist. Dann will er auf einmal, dass ich den Weg für ihn säubere, weil alleine kann er das ja nicht machen. Du bist echt die größte Pfeife der Pfeifen. Von allen Orks ist er echt der größte Schwachkopf. Ich bin mehr Ork als er. Ich bin mehr Ork als er. So. Ehrlich. Wenn du mir irgendwelche dummen Vorschläge machst, wie jetzt tötet ihr den Riesen an meiner Stelle oder mich versucht zu verraten, um den ganzen Ruhm einzuheimsen, dann werde ich der nächste Häuptling von eurem Lager.